Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch drei exotische Früchte aus Thailand vorstellen. Und bevor ich dazu übergehe, möchte ich euch noch kurz skizzieren, wie ich das im letzten Winter, den letzten Monaten mit den Früchten gehandhabt habe. Ich ernähre mich ja schon ganz lange von pflanzlicher Kost. Der Fokus liegt auf Rohkost, auch wenn ich in den letzten Jahren viel mit der schleimfreien, schleimarmen Heilkost experimentiert habe, wo ich auch gerade im Winter Gemüse dämpfe oder dünste, wo ich das in meine Ernährung integriere, aber der Fokus liegt auf Rohkost so frisch wie möglich. Ein gewisser Früchteanteil gehört für mich auch dazu. Allerdings bin ich in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen, wirklich auch auf die Qualität zu achten, nicht zu saure Früchte zu essen, nicht zu süße Früchte zu essen. Ich kaufe zum Beispiel kaum noch Früchte im Supermarkt oder im Bioladen, weil mich die Qualität nicht so zufriedenstellt. Wir bestellen ja regelmäßig eine Biokiste. Jede Woche kommt eine Biokiste und da waren in den letzten Monaten vor allem Äpfel dabei und Birnen, also es Birnen noch gab, also regionale Früchte. Es waren Zitronen dabei, die verwende ich meistens für Rezepte für Dressings. Orangen waren dabei, mein Jüngster liebt frisch gepressten Orangensaft und ab und zu waren auch noch Granatäpfel dabei. Wir haben hier in der Region auch ein geniales Superfood, eine geniale Wildfrucht, die Hagebutte mit einem sehr, sehr hohen Vitamin C-Gehalt und die nasche ich auch gern im Winter, eine Handvoll Hagebutte, und man hat also schon ein sehr sättigendes Gefühl und ist auf alle Fälle wirklich eine richtig gute Alternative zu den Früchten, gerade im Winter, aus dem Supermarkt. Bio-Bananen kaufe ich ab und zu im Supermarkt dazu. Also ich esse selber wenig Bananen, allerdings benötige ich sie ab und zu für Rezepte. Zum Beispiel mixe ich gern so eine Art Fruchtshake mit Bananen und gefrorenen Beeren für meine Söhne. Ich bereite ihm im Winter auch gern einen rohveganen Apfelstrudel zu und für die Füllung, aber auch für den Wrap, benötigt man Bananen. Und im Winter bereite ich auch ab und zu rohvegane Zimtschnecken zu, da benötige ich auch Bananen. Das habe ich jetzt aber in den letzten Monaten wirklich nur so ein-, zweimal zubereitet. Also der Bananenkonsum geht immer weiter runter. Also im Supermarkt oder im Bioladen kaufe ich kaum noch Früchte. Die Qualität stellt mich nicht so zufrieden. Aber was ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, ich habe ein- bis zweimal im Monat bei Jurassic Fruit bestellt. Die haben eine große Auswahl an südlichen oder tropischen Früchten und die Qualität überzeugt mich auch. Und was ich auch immer sehr unterstützenswert bei Jurassic Fruit finde, dass sie mit so kleinen Betrieben, kleinen so Farmern zusammenarbeiten, also dass sie direkt dort von denen kaufen und auch die Qualität prüfen. Und ich habe zum Beispiel dann in den letzten Monaten zum Beispiel verschiedene Früchte bestellt für meine Familie, also zum Beispiel Drachenfrucht und Jackfrucht für meinen Ältesten, Orangen, Ananas und Mangos für meinen Jüngsten. Ich bestelle mir total gern Papaya, auch mal Sabotier oder Granatapfel habe ich mir im Winter auch oft bestellt. Das waren so die Früchte, wo der Fokus drauf lag. Ab und zu noch mal ein paar Trockenfrüchte, aber meistens dann richtig reife Früchte. Und wir haben im März wieder eine Bestellung gemacht bei Jurassic Fruit. Die zeige ich euch jetzt und da sind auch die drei Früchte dabei, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Wir haben kürzlich bei Jurassic Fruit bestellt, da waren folgende Früchte dabei: Orangen, Ananas, Papaya, Mangosmaragd, das ist so eine wilde Mangosorte, und Datteln. Also das sind Früchte, die kennen die meisten Menschen. Und hier auf der linken Seite sind drei Früchte, die möchte ich euch in diesem Video etwas genauer vorstellen. Da haben wir hier eine Jackfrucht, das sind ganz große Früchte, das sind 3 Kilo von einer großen Frucht. Dann haben wir hier diese Früchte in der Mitte, die sehen so ein bisschen aus wie Kartoffeln. Das sind Sabotierfrüchte. Und hier diese Früchte, die heißen auch Schlangenfrucht. Ihr könnt euch sicherlich denken, woher der Name kommt, wenn ihr euch die Schale dieser Frucht anschaut. Das eine ist die Salat Juicy, das ist die mit der rötlichen Schale. Und die mit der dunkleren Schale, das ist die Salat Honey. Ich starte mit der Jackfrucht. Die Jackfrucht ist eine der Lieblingsfrüchte meines 16-jährigen Sohnes und auch ich habe vor fast 20 Jahren die Jackfrucht lieben gelernt. Ich habe einige Zeit in Tansania verbracht, auch auf den Inseln Sansibar und Pemba, die zu Tansania gehören, und auf Pemba habe ich das erste Mal richtig reife Jackfrucht genießen dürfen. Das war für mich so ein richtiger Wow, aha, so ein Aufwachmoment, was es für geniale Früchte auf der Welt gibt. Und was mir so in Erinnerung geblieben ist, gerade so richtig reife Früchte, die schmecken so ein bisschen, oder viele vergleichen das auch, so schmeckt so ein bisschen wie Gummibärchen. Das kann man gar nicht mit einer Frucht vergleichen, die wir hier haben. Wirklich ein wunderbares Aroma, ein wunderbarer Geschmack, ein so ein schöner Geruch. Also ich liebe auch diese Frucht und die haben wir jetzt auch im Winter ab und zu genossen. Jurassic Fruit beschreibt den Geschmack von Jackfrucht als Guave, Banane, zitronenartig.
Die Jackfrucht bei Jurassic Fruit wird von wilden Jackfruchtbäumen geerntet. Die Jackfrucht ist eine der ältesten Früchte der Welt, also wirklich schon sehr, sehr alt. Und sie ist auch mit die größte Frucht der Erde. Also sie kann wohl bis zu 30 Kilo schwer werden. Bei Jurassic Fruit gibt es meist Früchte mit einem Gewicht von 7 Kilo. Und man kann sich aber auch Teilstücke liefern lassen. Also wir haben uns noch nie eine ganze Jackfrucht liefern lassen, meistens aber so 1, 2 oder 3 Kilo. Die Jackfrucht bei Jurassic Fruit ist garantiert ohne jegliche Chemie. Von 100% wilder und verantwortungsbewusster Ernte, direkt von einem kleinen Familienbetrieb ohne Zwischenhändler. Von der Jackfrucht wird das gelbe Fruchtfleisch gegessen, sind so eine Art Fruchttaschen und darin befinden sich Kerne. Das Fruchtfleisch hat eine feste Konsistenz, aber nicht so fest wie ein Apfel. Das ist eigentlich so eine Mischung von der Konsistenz zwischen Apfel und Banane. Die Jackfrucht sondert ein weißes, sehr klebriges Sekret ab. Das lässt sich nur schwer von Händen und Besteck entfernen, also vom Messer vor allem entfernen. Und wir handhaben das folgendermaßen. Wir reiben unsere Hände mit Öl ein, auch das Messer. Und so geht es wunderbar. So bleibt dieses klebrige Sekret dann nicht an den Händen oder am Messer hängen. Wenn man es vergessen hat, kann man auch noch nachträglich sich die Hände waschen. Das klebt dann trotzdem. Und sich die Hände dann einölen. Wir nehmen meist Kokosöl. Und das geht dann auch ganz gut weg. Das ist genauso gut, kann man das dann auch mit dem Messer machen. Aber am besten ist, das Öl wirklich vorher zu verwenden. Als nächstes möchte ich euch die Sabotier etwas vorstellen. Das ist eine Frucht, die ich schon vor über 20 Jahren kennengelernt habe. Damals hat mir ein Bekannter ein Fruchtpaket zukommen lassen, auch von einem Fruchtversandhandel, den es damals schon gab. Und da habe ich noch gedacht, hey, wieso liegen Kartoffeln in meinem Fruchtpaket? Und da habe ich mal genauer geschaut und festgestellt, ach, es sind ja auch Früchte. Die sehen erstmal ein bisschen unscheinbar aus. Und wenn man sie dann öffnet, wenn sie wirklich reif sind und man öffnet sie, dann kann man das Paradies entdecken. Wirklich ein wunderbarer Geschmack. Manche bezeichnen das so als Mischung aus Birne und Schokolade oder Karamell und Schokolade. Das kommt immer auch ein bisschen auf die Sorte, auf den Reifegrad. Gerade bei solchen wilderen Früchten, die noch nicht so gezüchtet sind, kann der Geschmack doch auch variieren. Und ich bin bis jetzt noch nie von der Sabotier enttäuscht worden. Wirklich eine wunderbare Frucht, die ich euch auf alle Fälle auch mal ans Herz legen möchte. Die Sabotier ist ungefähr so groß wie ein Ei. Die dünne Haut ist hellbraun und manchmal gibt es auch so leicht rötliche Akzente. Das Fruchtfleisch ist auch hellbraun und enthält einige schwarze, spitze Kerne. Die Sabotier kann dann gegessen werden, wenn sie weich ist. Die Kerne sind nicht essbar, die Schale kann mitgegessen werden. Wenn die Sabotier weich ist, kann man sie entweder mit dem Messer so anschneiden und dann auseinanderziehen, dann die Kerne rausnehmen und dann einfach so essen. Oder man halbiert sie und löffelt sie aus, wenn man zum Beispiel die Schale nicht mitessen möchte. Hier siehst du den Unterschied zwischen einer unreifen Sabotier und einer reifen Sabotier. Die unreife Sabotier ist noch recht fest. Wenn du da mit dem Finger drauf drückst, ist es noch hart. Dann lässt du sie ein paar Tage nachreifen, dann wird sie reif und weich. Das merkst du, wenn du mit dem Finger so reindrückst, dass das Fruchtfleisch nachgibt. Die Sabotier von Jurassic Fruit kommt direkt von einem kleinen Familienbetrieb ohne Zwischenhändler. Als drittes möchte ich euch die Schlangenfrucht vorstellen. Da gibt es einmal Salak Honey aus Indonesien und Salak Juicy aus Thailand. Die unterscheiden sich im Aussehen, im Geschmack und auch von der Konsistenz. Ihr könnt schon an der Schale erkennen, die hat so eine gewisse Struktur und wegen dieser rötlich-braunen, schuppigen Schale werden die Salakfrüchte Schlangenfrucht genannt. Bei der Salak Honey kann die Konsistenz so fest wie bei einem Apfel sein. Der Geschmack ist süßig mit einem leichten Erdbeeraroma und bei der Salak Juicy ist es so, sie schmeckt eher saftiger, also sie hat eine andere Konsistenz und schmeckt zitroniger, also auch Erdbeer, Zitrone, Ananas, so eine Mischung ungefähr. Die Haut der Salakfrüchte wird einfach abgeschält und dann könnt ihr die Salakfrüchte essen. Die Kerne sind nicht essbar. Der Unterschied zwischen Salak Honey aus Indonesien und Salak Juicy aus Thailand. Die Salak Honey hat eine Konsistenz wie ein Apfel. Sie schmeckt süß, leicht nach Erdbeere. Sie besteht aus 3 Segmenten und jedes enthält einen Kern. Die Salak Juicy ist ungefähr wie eine Litchi. Sie schmeckt süß-sauer. Sie hat in der Regel 1 oder 2 Segmente und jedes davon hat einen Kern. Auch die Salakfrüchte von Jurassic Fruit stammen von einem kleinen Familienbetrieb ohne Zwischenhändler. Jurassic Fruit haben auch Trockenfrüchte und Nüsse in Rohkostqualität im Angebot, auch Olivenöl, Oliven, also wirklich eine breite Palette. Wenn euch das Angebot von Jurassic Fruit interessiert, dann schaut gerne mal auf ihrer Seite vorbei. Ich verlinke euch die Webseite von Jurassic Fruit unter diesem Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Alle Erstbesteller erhalten auf ihren Einkauf 10% Rabatt. Ihr findet den Rabattcode unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Hinterlasst mir gerne eure Gedanken, Kommentare zu diesem Video. Was haltet ihr von den Früchten? Wie handhabt ihr das mit dem Früchtekonsum jetzt über den Winter? Ist es euch egal, wo die Früchte herkommen? Oder achtet ihr eher auf regionale Kost? Esst ihr überhaupt Früchte? Mich interessiert eure Meinung. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch in diesen Zeiten ganz viel Kraft, Mut und Zuversicht. Bis ganz bald.